Burkhard Kühn und ich habe die Ehre, Sie ein wenig durch das Programm des heutigen Tages zu führen. Dabei werde ich mich bemühen, Ihre Aufmerksamkeit so kurz wie möglich in Anspruch zu nehmen. Nach der Begrüßung der Gäste durch unseren Gründungspräsidenten Bernd Müller wird uns der Chor des Männergesangvereins Cäcilia aus Güdesweiler mit einer Vorführung erfreuen. Anschließend hält unser Charterpräsident Bernd Müller seine Gründungsrede. Begrüßung und Gründungsrede werden durch Freundin Schmidt-Schorr ins Französische übersetzt. Darauf folgend spricht unser Governor Dr. Udo Bieler zu uns und wird im Anschluss die Charterurkunde überreichen und die Rotary-Nadeln an unsere neuen Mitglieder übergeben. Dieser Programmpunkt findet seinen Abschluss mit einer kleinen musikalischen Untermalung. Und bevor ich nun das Pult freimache für unseren Freund Bernd Müller, möchte ich Sie bitten, am Ende der Veranstaltung, wenn Sie gehen, sich vielleicht in unser Rotary-Gästebuch einzutragen. Sie brauchen sich keinen großen Spruch ausdenken. Es reicht, wenn Sie Ihren Namen eintragen. Herzlichen Dank. Und nun Bernd Müller. Liebe Gäste, liebe rotarische Familie, liebe Kinder, es bereitet mir Freude, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zur Charterfeier unseres neuen Clubs St. Wendel Stadt. Ich heiße alle hier in Angels Hotel am Golfplatz herzlich willkommen. Gerne stoße ich mit Ihnen auf unser heutiges Ereignis an. Zum Wohl! Chers invités, chers membres de la famille rotarienne, chers enfants, c'est avec plaisir que j'ai l'honneur de vous saluer aujourd'hui pour la cérémonie de charte de notre nouveau club rotarien, Saint-Belge-Stadt. Vous êtes tout chaleureusement les bienvenus ici au Angels Hotel am Wolfpark. J'aimerais lever le verre à l'occasion de l'événement de ce jour. À votre santé. Den musikalischen Auftakt hat Herr Andreas Burg übernommen. Der Burg wird anschließend auch den Männergesangverein MGV Cäcilia Güdesweiler unter der Leitung von Herrn Günther Hastenteufel begleiten. Auch unser Freund Bernd Naumann ist bei den Sängern dabei durch das Programm für Burkhard Kühn, wie er sich bereits vorgestellt hat. Besonders willkommen heiße ich heute unseren Governor, Freund Udo Bieler mit Gattin, den Ausbreitungsbeauftragten unseres Distrikts, Herrn Arthur Völker mit Gattin, unseren Incoming Governor, Freund Dietrich Götze, die Freunde unseres Patenclubs Château Salin, Morange-Dieuse, die Vertreter der Rotary-Clubs Bussonville-Ballerfangen, Eisenberg-Leiniger Land in Gründung, die übrigens am 17. Mai 2009 ihre Charta feiern, Frankenthal, Wiederoberstein, Kusel, Merzig-Saloy, Neunkirchen, Pirmasens, Saarbrücken, Saarbrücken St. Johann, Saarbrücken Schloss, St. Wendel und Völklingen. Die Vertreterinnen von Innerwil, Schaumberg-Saar und Innerwil-Saar. Die Vertreterinnen von Rotary, Vertreter des St. Wendel Lions Clubs und eine Vertreterin der Stadt, in seiner Stadt St. Wendel, die uns leider schon verlassen musste und schöne Grüße von Bürgermeister Bullion ausrichten lässt. Sind Sie mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich nicht alle Vertreter der Clubs hier namentlich erwähne. Teilweise werden Sie auch Grußworte zu uns sprechen. C'est Monsieur Andreas Bourg qui nous fera le plaisir d'une ouverture musicale. Il accompagnera ensuite le chœur d'homme, Cäcilia de Güdesweiler, sous la direction de Monsieur Günther Hastenteufel. Notre ami rotarien Bernd Naumann se trouve parmi les choristes. Le programme de la matinée sera annoncé par notre ami Burkhard Kühn.
Je souhaite particulièrement la bienvenue à notre gouverneur, l'ami rotarien Udubila, ainsi qu'à son épouse, au responsable du développement de notre district, l'ami Arthur Völker, et à son épouse, à notre Passgabin Eckhard Müller, à notre gouverneur élu, Dietrich Götze, et à son épouse, aux amis de notre club parrain, le château Saint-Denis, aux représentants des clubs rotariens que vous avez entendus les différents temps, aux représentants du club Énergie Champ-Laxar et du club Énergie Tsar, aux représentants de Rotaract, aux représentants du Lyon Lions Club Saint-Wendel, à la représentante de la ville de Saint-Wendel qui est déjà passée. Oh, j'ai oublié le mot. Veuillez me pardonner si je ne peux pas énumérer individuellement les noms de tous nos amis présents parmi nous aujourd'hui. Für das Gelingen des heutigen Tages in diesem schönen Haus zeichnet das Hotel und Küchenteam unserer Clubfreundin Manuela Hangel verantwortlich. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit noch einen organisatorischen Punkt ansprechen. Nach dem Abschluss des offiziellen Teils haben wir Sie zum gemeinsamen Essen eingeladen. Ihre Getränke bezahlen Sie bitte selbst bei den Damen und Herren im Service. Ich bitte um Verständnis, wenn aufgrund der großen Anzahl von Gästen direkt kassiert wird, was den Verlauf unserer Feier allerdings mit Sicherheit nicht stören wird. Vielen Dank an alle Clubfreundinnen und Freunde, die zum heutigen Tag, zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben, durch ihren persönlichen Einsatz. Für unsere französischen Freunde übersetzt unsere Freundin Frau Schmidt-Schorr. Herzlichen Dank. Pour la réussite de ce jour dans son bel endroit, nous remercions tout particulièrement l'équipe de cuisine et l'équipe hôtelière de la responsabilité de notre amie rotarienne Manuela Hangel. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur un point de vue concernant l'organisation. Après avoir fini la partie officielle, nous poursuivons avec le repas. Je vous prie de régler les boissons directement au personnel du service. Merci pour votre compréhension. Je tiens à remercier tous nos amis et toutes nos amies de notre club pour leur engagement personnel afin que ce jour-ci soit une réussite. Schönes Leben, da wird man dick und fett, wie mehr.
schöne Zeit, o Vollseligkeit, Großvater eins, seine Leib gefreut. Auch er war ein Jüngling mit lockigem Haar, an Mut wie an Hoffnungen reich. Das ist schon lange her, wir wissen's gar nicht mehr. Lang, als junger Deutscher sing ich voller Freude, wie einst groß hätte Schönes abgetan. La 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 la, ruck 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 an meiner grünen Seite. Ich hab dich gar so gern, ruck, ich kann dich leiden. Ruck, bitte komm mit mir ins ferne Land. Heimatland, Ade, Ade, wo ich dich holdes Schätze fand, lieb Heimatland, Ade. Wir sind in St. Tirol, ins schöne Land Tirol, dort wird uns ja so wohl, im schönen Land. Doch meine alte Tante liegt einst zu Haus, bei meiner Schwiegermutter, da bin ich schöner raus, da soll hüten meine Sachen, die weich auf ihr Haupt. Ein Infantist muss werden bei dem Militär. Spiel ich in finster Mitternacht, so einsam auf, so denk ich, ach, ich bin so müde, ach, ich bin so matt und möchte gerne schlafen gehen, morgen wieder früh aufstehen. Schlafmütze, Schlafherzen zünden, mein Liebling bist du. Schließe die blauen Guckäuge dein zu. Überall sein Ladezug, 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 überall sein Ladezug. Was kommt dort von der Höhe? Was kommt dort von der Höhe? Was kommt dort von der lieben Höhe? Zitzer, lieben Höhe, was kommt dort von der Höhe? Das ist, ach Herr Jeb, der Teil, ach Herr Jeb, der Zieh, ach Herr Jeb, der Licht, ach Herr Jeb, das ist, ach Herr Jeb, der Teil, ach Herr Jeb, der Zieh, ach Herr Jeb, der Licht, ach Herr Jeb, der Zieh. Was suchst du hier im Heiligtum? Frikassee von Kalbfleisch, Blumenkohl mit Rindfleisch, Sauerkraut mit Schweinefleisch, Schöpfenfleisch mit Welschkraut, Bratwurst, Omeletten, Belfsteck, Koteletten, angeschlagene Kälberschoß, schön gefüllte Taube, Schinken mit Kartoffelkloß, Lärsche und Ragout. Heil dir, mein Vaterland, heil euch, ihr Tage, wo ich dich heiße fand, so teuer mir. So, gib mir alle Tage, gib mir aller schönsten Singkompanie, du abends, spät und morgens früh, trink ich mein Glas Kambamboli, Krabim, Bam, Bamboli, Kambamboli. Grundlos die Schöpfe, lass es knall, und schimmel ein, das Laub, es hallt, das Laub, es hallt. Volles Meer, Schöpfe, Kambamboli, 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 Kambamboli
dieses Junge, der ein Himmel, ein Essen, der hat Hunger, der weiß, was schön ist, wenn wir klatschen, klatschen, wie die Kleine, wie man sie zusammen und wenn wir das, wie die Kleine, wenn wir zittern, wie ein Arm, ja, 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 ja. Beschreiben ganz besonders und trefflich meine persönlichen Vorstellungen eines Rotary Clubs, der den heutigen Anforderungen Rechnung trägt. Ein fortschrittlicher, moderner, zukunftsorientierter und weltoffener neuer Rotary Club bietet sowohl Frauen wie Männern die Möglichkeit, ihre Individuen gezielt einzubringen und die rotarische Idee vorzuentwickeln. Dass Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen zu Rotary gehören, ist schon lange in der rotarischen Verfassung verankert. Mesdames, Messieurs, notre devise rotarienne de cette année, qui s'appelle Nourrir le rêve, est celle de l'année prochaine, l'avenir de Rotary se trouve dans nos mains, caractérise tout spécifiquement et parfaitement mon idée personnelle d'un club rotarien d'aujourd'hui. Un nouveau club rotarien qui va de l'avant, qui est moderne, orienté vers l'avenir et ouvert au monde, offre la possibilité d'induire la personnalité individuelle et de développer l'idée rotarienne aux femmes et aux hommes. Depuis longtemps, on trouve dans la constitution rotarienne le règlement que les femmes font partie des clubs en parité parfaite. Schon in meiner Präsidentschaft im Jahre 2007-2008 hatte ich erklärt, einen neuen gemischten oder rotarisch korrekt, einen offenen Rotary Club gründen zu wollen. Unser damaliger Governor, Freund Eckhard Meurer, unterstützte mich sehr im Bestreben, einen neuen Club gründen zu wollen, als er mich im Juni 2008 zum Gründungsbeauftragten für einen neuen Club im Bereich der Stadt St. Wendel und Umgebung ernannte, wofür ich Freund Meurer nochmals herzlich danke. Auch einige Clubfreunde haben sich mit mir und der Idee, einen neuen Club gründen zu wollen, solidarisch erklärt. Gemeinsam haben wir einige Treffen mit interessierten Damen und Herren hier im Haus durchgeführt und für eine aktive Mitgliedschaft bei Rotary geworben, wofür ich auch Ihnen nochmals herzlich danke, ganz besonders meinem damaligen und heutigen Sekretär Freund Bernhard Flaum. Déjà pendant ma présidence des années 2007-2008, j'avais déclaré vouloir créer un nouveau club rotarien mixte, un club ouvert. Notre ancien gouverneur, l'ami Eckhard Meurer, me soutenait fortement quand il m'a chargé en juin 2008 de la responsabilité pour créer un nouveau club dans la zone de Saint-Mandel. Cher ami Meurer, je vous en remercie cordialement. Je remercie également les amis rotariens pour le soutien qu'ils m'ont apporté pour cette décision, tout particulièrement le secrétaire président et actuel, l'ami Bernhard Flaum. Nous avons organisé quelques rencontres ici dans cette maison afin de recruter des personnes intéressées par un nouveau club. Bereits im Oktober 2008 hatte unser Assistant Governor Wolfgang Städtler, der sich für heute entschuldigen lässt und dem ich seine Grüße übermitteln darf, die Ausbreitungsanalyse als Gutachten erstellt, wonach wir als neuer Club als lebensfähig eingestuft wurden. Am 22. Dezember 2008 hatten wir in diesem Hause unsere Gründungsversammlung mit insgesamt 24 Freundinnen und Freunden. Als Patenclub konnte ich unsere französischen Freunde vom RC Château Salin Orange Dieuze gewinnen. Auch an Sie nochmals meinen Dank. Sehr hilfreich, um dieses Etappenziel zu erreichen,
waren unser Governor von Udo Wieler und Ausbreitungsbeauftragte des Distrikts von Arthur Völger. Herzlichen Dank. Déjà en octobre 2008, notre assistant governor Wolfgang Schädler a constaté que le nouveau club serait viable. Notre ami Schädler nous prie de l'excuser de ne pas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui et vous transmet ses amitiés. Le 22 décembre 2008, 24 amis ont fondé dans cette maison si le nouveau club. Je remercie le club Château Salin Orange Dieuze pour le parrainage, notre gouverneur, l'ami Udo Wieler, et le responsable développement du district, l'ami Arthur Völker. Remerciements chaleureux. Am 20. Januar 2009 wurden wir von Rotary International in die Rotarische Weltfamilie aufgenommen und sind in unserem Distrikt 1860 nunmehr der 75. Club. Damit hat auch die Stadt St. Wendel einen weiteren internationalen Club gewonnen, der zum Kennenlernen unserer Stadt und unserer Region beiträgt. Mit der heutigen Charterfeier, liebe Anwesende, ist auch mein persönlicher Traum wahr geworden. Ich habe bislang jedes unserer Meetings mit dem Gefühl verlassen, dass es eine richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt war. Depuis le 20 janvier 2009, nous sommes des membres de la famille mondiale du Rotary International. Nous nous plaçons en position 75 parmi les clubs du district 1860. Par notre club, la ville de Saint-Wendel a gagné un nouveau club international pour mieux faire connaître la ville et la région. Mesdames et messieurs, par la cérémonie d'aujourd'hui, c'est aussi mon rêve personnel qui se réalise. En revenant des réunions hebdomadaires, j'avais toujours l'impression d'avoir pris une décision juste au bon moment. Ich werde Ihnen unsere Gründungsmitglieder nachher bei der Nahtübergabe durch unseren Governor namentlich vorstellen. Unsere Meetings finden montags um 19 Uhr statt in diesem herrlichen Haus, für uns ein idealer Ort. Ich lade Sie ein, uns zu besuchen. Wie Sie sehen können, liebe Anwesende, ist auch unsere Zukunft heute mitgekommen. Die Kinder unserer Clubfreundinnen und Freunde, hoffentlich sind auch einige künftige Rotarierinnen und Rotarier darunter. Je vous présenterai les membres fondateurs pendant la remise des insignes par notre gouverneur. Nos réunions hebdomadaires auront lieu tous les lundis à 19h dans cette maison magnifique qui semble un lieu idéal pour nous. Je vous invite à nous rejoindre. Mesdames et messieurs, constatez vous-même, l'avenir est parmi nous. Ce sont les enfants de nos amis rotariens. Peut-être ils seront les membres futurs. Verehrte Gäste, das Ziel von Rotary ist die Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Das Ideal des Dienens ist dafür die Grundlage. Um das Gemeinwohl in einer werteorientierten Gemeinschaft zu fördern, ist es aus meiner Sicht notwendig, dass sich in einem Club als Bindeglied in unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft aus beruflich erfolgreichen Frauen und Männern findet, die freundschaftliche Beziehungen entwickeln, um sich anderen nützlich zu erweisen. Hohe ethische Grundsätze im Geschäfts- und Berufsleben vorleben und auch verwirklichen und damit zu Völkerverständigung und Frieden beitragen. So unterschiedlich wie diese rotarischen Vorgaben sind auch die Menschen, die sich für Rotary interessieren und Mitglieder in einem Club werden. Das geschieht einerseits aufgrund der rotarischen Idee und der vielfältigen Maßnahmen, die so ein Club als Keimzelle von Rotary International umsetzt. Viele erfolgreiche Ideen können aber auch einfach übernommen werden, es gibt kein Copyright darauf. Andererseits lebt jeder Club von den eigenen Ideen und Vorstellungen seiner Mitglieder, seine eigene Zukunft zu gestalten. Chers invités, le but rotarien, c'est de servir quotidiennement. Pour avancer le bien public, il est nécessaire, à mon sens, qu'il y ait des gens d'une carrière brillante qui se réunissent et qui ont l'intention de développer les relations amicales pour rendre service et se rendre utile pour tous, de réaliser des actions éthiques dans le commerce et la profession, de contribuer à l'entente et à la paix internationale. Ces intentions
conditions sont aussi différentes que les Rotariens eux-mêmes. Tout cela manifeste l'idée rotarienne et résulte dans une multitude de projets divers. D'une part, il suffit de simplement copier les plans de projet parce qu'il n'y a pas de copyright. D'autre part, chaque club prospérera s'il a ses propres idées et idéales pour construire son propre avenir. Solche Menschen in einem Club zusammenzuführen, das ist uns hier gelungen. Wir waren 24 Gründungsmitglieder und sind aktuell auf 28 Freundinnen und Freunde gewachsen, 9 Frauen und 19 Männer. An Sie alle nochmal ein herzliches Willkommen bei Rotary. Als Ziel für dieses Rotary-Jahr habe ich mir die Konsolidierung des Clubs vorgenommen. Den Erlös unserer heutigen Veranstaltung werden wir ausschließlich sozialen Projekten zufließen lassen. Lassen Sie mich kurz auf unsere ersten Projekte eingehen. Wir werden die St. Sebastianus Bruderschaft St. Wendel von 1441 unterstützen, die sich vor Ort in hervorragender Weise um Bedürftige kümmert. Wir werden uns an dem Distriktprojekt in Nepal beteiligen, an dem zur Realisierung noch ein Restbetrag fehlt, wie am Samstag auf der Distriktkonferenz in Heidelberg zu erfahren war. Wir wollen dazu einen uns möglichen Beitrag leisten. Nous avons réussi à réunir de tels hommes et de telles femmes. Jusqu'à maintenant, nous avons grandi de 24 membres fondateurs à 28 amis, 9 femmes et 19 hommes. Soyez les bienvenus encore une fois au Rotary International. Mon but principal de cette année rotarienne est de construire une base solide pour notre club. La recette de l'événement d'aujourd'hui sera exclusivement dédié aux projets sociaux. Permettez-moi de vous présenter brièvement nos premiers projets. Nous subventionnerons la confraternité Saint-Sébastien de Saint-Wendel qui aide les pauvres depuis 1481. Nous prendrons part au projet du district à Népal car nous avons entendu à la conférence de Heidelberg qu'on a besoin d'un don complémentaire. Wir beteiligen uns beim Feriencamp, einem gemeinsamen Projekt mit 6 weiteren Rotary Clubs aus dem Gebiet 3 des Distrikts. Insgesamt 35 Schüler im Alter von 10 bis 12 Jahren werden eine Woche in den Sommerferien auf der Burg Lichtenberg verbringen. Betreuer werden über die beteiligten Clubs und Schulen gestellt. Es sind Schüler mit und ohne Migrationshintergrund. Die erste Veranstaltung im letzten Jahr war ein voller Erfolg gewesen. Wir haben nunmehr auch 5 Schüler benennen können von der erweiterten Realschule in Freisen. Der Höhepunkt für die Veranstaltung ist für die Kinder der Ritterschlag mit einem echten Schwert. Ferner hat unser Club bereits einen Austauschschüler nominiert. Philipp Kaiser wird im Sommer 2009 für ein Jahr nach Indien gehen. Wir sind damit natürlich auch bereit, einen ausländischen Schüler bei uns aufzunehmen. Wir wünschen Ihnen, lieber Philipp, alles Gute und freuen uns mit Ihnen, dass Sie ein sicherlich noch nicht so bekanntes Land kennenlernen dürfen. Sie zählen damit zu den ersten rotarischen Austauschschülern, die nach Indien gehen können. Selbstverständlich beteiligen wir uns auch bei Abhibastani. Nous prendrons part au camp de vacances. C'est un projet mutuel de 7 clubs de la région numéro 3 de notre district. 35 étudiants de 10 à 12 ans passent une semaine au château fort de Lichtenberg pendant les vacances d'été 2009. En plus, notre club a nommé un étudiant d'échange, Philippe Kaiser, partira cette année aux Indes. Nous sommes évidemment prêts à recevoir un étudiant étranger. Certainement, nous prendrons part au projet Abhibastani. Wir werden eigenständige Themen kreieren, um uns in die rotarische Weltfamilie einzubringen, wollen uns aber auch klar vor Ort positionieren und mit neuen Ideen dazu beitragen, dass Rotary und damit unsere Philosophie in der breiten Öffentlichkeit deutlich bekannter werden. Wir wollen und müssen wegkommen von der oft anzutreffenden öffentlichen Einschätzung, dass bei Rotary nur Leute mit dem dicken Geldbeutel sitzen, die ab und zu mal was spenden. Dazu beitragen soll auch unser künftiges Projekt St. Wendeler Gespräche, das wir in dieser Woche beschlossen haben.
Es soll eine ständige Einrichtung werden, zu der hochrangige Gäste, beispielsweise frühere Bundesminister, Politiker, Industrie, Leute aus der Industrie, Personen des öffentlichen Lebens, überregionale Künstler, bekannte Künstler etc. und andere ein- bis zweimal jährlich eingeladen werden. Ich gehe davon aus, dass diese Termine unserem Club einen hohen öffentlichen Bekanntheitsgrad bringen werden. Nous créerons des thèmes individuels pour devenir membre par de la famille rotarienne mondiale. D'autre part, nous voulons promouvoir le Rotary international et sa philosophie qui ne s'épuise pas en donnant des dons. C'est à cause de cela qu'on a décidé de créer le projet Saint-Wendler Gespräche, le discours de Saint-Wendel. On invitera des personnalités de la vie publique, des ministres fédéraux, des politiciens, des artistes, une ou deux fois par an. Ils seront priés de parler de leur métier ou des thèmes actuels. Ce seront des événements bénéfiques. Die kommenden rotarischen Jahre werden auch bei uns mit Jahresthemen begleitet werden. Beispielsweise wird meine Nachfolgerin, Frau Antoinette Angel, sich mit Gesundheitsfragen befassen und deren Nachfolgerin Astrid Mühlweg wohl mit Bildungsthemen. Liebe rotarische Freunde, liebe Gäste, bevor ich schließe und das Wort an unseren Governor, Freund Udo Wieler, weitergebe, möchte ich mich noch ganz herzlich bei meiner Frau Claudia bedanken, ohne deren tatkräftige Unterstützung ich meine Ideen nicht hätte umsetzen können. La présidente suivante, Mme Antoinette Angel, a choisi la santé et son successeur, Mme Astrid Mühlweg, a choisi l'éducation comme sujet. Chères familles rotariennes, chers invités, avant de donner la parole à notre gouverneur, l'ami Udo Wieler, je voudrais bien remercier mon épouse Claudia. Sans son aide, je n'aurais jamais réussi à réaliser mes rêves. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte nun unseren Governor Udo Wieler zu uns zu sprechen. Verehrter Präsident Müller, liebe rotarische Familie, chers amis rotariens, meine sehr verehrten Damen und Herren, make dreams real. Nourrire le rêve, macht Träume wahr. Das ist das diesjährige Motto des Weltpräsidenten aller Rotarier, D.K. Lee. Heute wird ein Traum wahr. 24 Freundinnen und Freunde haben sich zusammengefunden, um in Freundschaft das Ideal des Dienens zu verwirklichen. Der hohe ethische Anspruch Rotaries muss sich zeigen im Dienst am Nächsten, im Dienst am Gemeinwesen, in der Bereitschaft, anderen nützlich zu sein. 104 Jahre nach Gründung des ersten Rotary Clubs feiern wir heute den offiziellen Start des 33.051. Clubs. Sie, liebe neue Freundinnen und Freunde, treten heute ein in die Weltgemeinschaft der großen rotarischen Familie und haben jetzt plötzlich über 1,2 Millionen neue Freundinnen und Freunde. Warum brauchen wir in Deutschland neue Clubs? Haben wir etwa nicht genügend? Lassen Sie mich ein paar statistische Zahlen nennen. In Deutschland kommen auf 10.000 Einwohner 5,7 Rotarier. In Österreich 8,1, in den Niederlanden 12 und in der Schweiz 15,6. Bei uns 5,7. Stimmt da vielleicht etwas nicht mit unserer Gesellschaft? Fast 80% aller Clubs in der Welt haben weibliche Mitglieder. Rund 15% aller Rotarier in der Welt sind Frauen. Bei uns im Distrikt 1860 haben lediglich rund 40% der Clubs
weibliche Mitglieder. 3,9% der Rotarier bei uns sind Frauen. Damit befinden wir uns am unteren Ende der Statistik. Wir liegen weit hinter Pakistan oder Bangladesch. Wir sind ja auch ein fortschrittliches Land. Darauf sind wir auch stolz. Nur die archaische japanische Gesellschaft hat ähnliche Zahlen. Ich halte es für eine Schande. Die Antwort auf die Frage, ob in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt, möchte ich Ihnen überlassen. Wenn es Rotary nicht gäbe, müsste es heute erfunden werden. Schauen Sie sich um in der Welt. Hunger, Krieg, Analphabetismus, Krankheit, Elend, Bevölkerungsexplosion, Unterdrückung von Frauen. Unterdrückung von Frauen ist das traurigste Kapitel unserer Gegenwart. 2/3 der Analphabeten auf dieser Welt sind Frauen. Sind sie dümmer? Nein, sie müssen Wasser holen, auf dem Feld arbeiten. 1891 löste eine Petition im Deutschen Reichstag, Frauen zum Studium an Universitäten zuzulassen, nach dem Protokoll, ungeheure Heiterkeit aus. Das ist nur ein paar Generationen her. Jeden Tag werden 8000 Mädchen und junge Frauen genital verstümmelt, auch in unserem Land. Alle 11 Sekunden ein Schicksal. Ersparen Sie mir die Einzelheiten. Viele Mädchen verbluten. Andere haben ein Leben in lebenslanger Folter vor sich. 150 Millionen Frauen in dieser Welt. 2006 haben Muhammad Yunus und die Grameen Bank in Bangladesch den Friedensnobelpreis erhalten für die revolutionierende Idee der Mikrokredits, der Mikrokredite. Dabei handelt es sich um sehr kleine Kredite, die bevorzugt an Frauen und Mütter vergeben werden, um eine eigene, bescheidene Existenz aufzubauen. Warum an Frauen? Weil dadurch sichergestellt ist, dass das Geld nicht versoffen und verhurt wird und nach Aufbau einer Existenzgrundlage zurückgezahlt wird. Von Toraya Obaid, der Direktorin des UNFPA, der United Nations Population Fund, stammt der Satz: The world must save the women, so that the women can save the world. Die Welt muss die Mütter am Leben behalten, damit die Frauen die Welt retten können. Aber bei uns haben Frauen bei Rotary nichts verloren. Schauen Sie sich um in unserem Gemeinwesen. Armut, Gewalt, Drogen, Verwahrlosung von Kindern, ungenügende Bildung, Arbeitslosigkeit. Rotary wird gebraucht. Rotarier und Rotarierinnen werden gebraucht, um wenigstens einen kleinen Teil des Elends zu lindern. Und es muss mehr Rotarierinnen und mehr Rotarier geben, damit wir mehr helfen können. Es muss mehr Rotarierinnen und mehr Rotarier geben, damit die rotarischen Ideale im Berufsleben verwirklicht werden können. In einer Zeit, in der gierige Manager die Welt in eine Krise gestürzt haben. Wenn es Rotary nicht gäbe, müsste es heute erfunden werden. Dem neuen Club, dem Rotary Club St. Wendelstadt, wünschen wir ein herzliches Glück auf in eine erfolgreiche Zukunft. Vivat Rescat Floreat! Ja, liebe rotarische Familie, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des heutigen Tages, zum feierlichen Überreichen der Charterurkunde. Ich habe die Ehre, sie jetzt vorzulesen. Schöne Urkunde. This certifies that the Rotary Club of St. Wendelstadt, Deutschland, having been duly organized and having agreed
through its officers and members to be bound by the Constitution and bylaws of Rotary International, which agreement is evidenced by the acceptance of this certificate, is now a duly admitted member of Rotary International and is entitled to all the rights and privileges of such membership. In witness whereof the seal of Rotary International is hereto affixed, and the signatures of its officers being duly authorized are subscribed hereto this 20th day of January 2009. Admission to membership in Rotary International recommended by Udo Bieler, District Governor, D.K. Lee, Resident, Rotary International. Lieber Freund Müller, ich darf Ihnen die Urkunde überreichen. Glück auf. Herzlichen Dank. Jetzt schreiten wir zu dem wichtigen Akt der Benadelung. Benadelung ist kein botanischer Kaminus. Ich darf unsere Clubfreunde alle nach vorne bitten. Wir bilden dazu zwei Gruppen. Einmal die sogenannten Alt-Rotarier, die ja bereits benadelt sind. Und alle neuen Freundinnen und Freunde. Darf bitten Herrn Josef Alles, Frau Antoinette Angel, Frau Manuela Angel, Herr Dr. Mohammed Birakdar, Günter Biegel, Frau Graziela Groth, Herr Dr. Rainer Haßmann, Herr Jürgen Herrmann, Herr Markus Narisch, Herr Burkhard Kühn, Herrn Hans-Josef Lauck, Herrn Bernd Naumann, Frau Claudia Ostrup-Riefer, Herrn Wolfgang Pannen, Herrn Roland Pfeiffer, Herrn Bernhard Flaum, Ulrike Puttemper, Erich Lazarowski, Frau Professor Dr. Astrid Mühlböck, Frau Monika Schmidt-Schor, Frau Hannes-Funk-Reis, Herrn Jürgen Stetzer, Herrn Wolfgang Back, Frau Marion Mitte, Herrn Erik Wolf, Herrn Helmut Zimmer und unser neues Ehrenmitglied, Herrn Wolfram Böhnke. Vorschlag, dass die neuen Freunde sich an der Seite aufhalten, wenn wir Alt und Haier bleiben, halt eben hier. Und Sie sehen alle schon benadelt. Jetzt habe ich noch zwei wichtige Amtshandlungen vorzunehmen. Zum einen mal überreiche ich Ihrem Präsidenten, Herrn Müller, den Jahreshilfen des Weltpräsidenten. Herzlichen Dank Sie. Und die letzte Amtshandlung an diesem Sonntag kommt jetzt. Ich möchte nämlich einem Mann, einem Freund hier besonders danken, der sich in aufopfernder Weise bemüht hat und erfolgreich vollendet hat, einen neuen Club zu gründen. Stellvertretend für alle, ihm dabei geholfen haben, möchte ich Ihnen, Freund Müller, den Dank und die Anerkennung des Distriktes aussprechen und zu Ihrem hohen Health Fellow einen Zafir überreichen. Bitte schön. Liebe Anwesende, dafür bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, lieber Freund Müller. Und weiterhin auf eine angenehme und gute Zusammenarbeit. Thank you.
Wir treffen uns heute für die Schandfeier des Rotariklubs St. Wendel statt. Als dieser Projekt sich anzeigte vor circa einem Jahr, waren wir überzeugt, dieser neuen Club zu betreten, mit dem Vorschlag, ein Rattenclub für euch zu sein. Unsere vergangene Erinnerungen und bisher enge Zusammenarbeit haben uns dazu geleitet, Sie als neuer Rotariklub zu begleiten. Wir werden auf eurer Seite arbeiten, auf dieser Freundschaft zu bestehen. Mit 28 Mitgliedern habt ihr einen schönen Club gegründet. Viele von euch sind noch neu und junge Rotarier und entdecken den Rotary und seine Aktionen. Ob wir Deutsch oder Französische Sprache benutzen, ist gleichgültig. Unsere Objektive sind dieselben. Wir werden in der Zukunft gemeinsame Aktionen durchführen und regelmäßig treffen und warum nicht gemeinsame Manifestationen mit mehreren Clubs durchführen. Der Rotary ist in einer internationalen großen Familie auf der ganzen Welt, ist unser Ideal dasselbe. Gemeinschaft bringt Spaß und Kraft. Wir wünschen euch ein langes Leben mit vielen Glück und viel Erfolg. Und ich möchte unseren Präsidenten
einladen, als wir ihm als Bandenclub die Glocke, die rotarische Glocke übergeben. Wir fangen mal an mit dem Hammer. Und mit dem und mit der Glocke. Also wir werden sie jeden Montag auspacken hier und mit Freude sie benutzen. Lieber Pascal, herzlichen Dank für dieses herrliche Geschenk. Ich darf das mal hochhalten. Entschuldigung, mein lieber Mann, das ist richtig schwer. Jetzt machen wir mal einen Probeschlag. Also ich glaube... Herzlichen Dank.